Frag doch den Großvater. Oma! Das Essen ist noch nicht fertig. Großvater, woher kommt denn der Schnee? Der Schnee? Frau Holle macht den Schnee. Den Schnee, den Regen und den Sonnenschein. Großvater, erzähl uns doch das Märchen von der Frau Holle, die den Schnee macht. Das Märchen von der Frau Holle? Von der Goldmarie und von der Pechmarie? Okay, nehmen wir mal euer Bilderbuch her. Eine Witwe. Die hatte zwei Töchter. Die eine war ihre Stieftochter, die war blond und hübsch und fleißig. Und die andere, die rechte Tochter, die war schwarz und hässlich und faul. Nicht so faul wie du, Bärbel. Bin nicht faul. Ganz so hässlich wie du. Und das ist wieder beleidigt. Die Michel. Weil aber die beiden Mädchen die gleichen Namen hatten, nannte man die eine die Blondmarie. Die andere, die Schwarzmarie. Die Witwe hatte aber die faule, schwarze Tochter viel lieber, weil sie die rechte Tochter war und weil sie ihre hässliche Nase geerbt hat. So. Dieselbe Nase wie du, Bärbel. Dummer Kerl. Frau Holle aber hatte die arme Blondmarie in ihr Herz geschlossen, weil sie so fleißig und brav war und weil sie so viel leiden musste. So ging es Tag für Tag. Jeden Morgen kam die böse Witwe in das Zimmer, wo die beiden Mädchen schliefen. Zuerst ging sie immer an das Bett ihrer faulen Tochter, ihres schwarzen Miezekätzchens, und streichelte und herzte es. Blondmarie aber sah sie dann nur noch hinüber und schrie gleich: Raus! Raus! Du Blondmarie! Der Hahn kräht und die Uhr schlägt. Und sie bleibt liegen. Ach du lieber Gott! Raus mit dir! Mutter! Ach was, Mutter! Stiefkind bist du! Deine richtige Mutter wird wahrscheinlich gerade so faul gewesen sein wie du. Nein, meine richtige Mutter war gut. Was? Frech auch noch? Raus mit dir! Ach du lieber Gott! Na, los, los! Schneller anziehen! Da hast du ein Stück Trockenbrot. Kannst du unterwegs essen. Vorwärts! Wäsche waschen! Sagte die böse Witwe. Und Blondmarie nahm flink den Korb und eilte zum Bach. Blondmarie wusch stundenlang und war so fleißig, dass ihre Hände davon langsam wund wurden. Trotzdem arbeitete das tapfere Mädchen weiter, denn es wollte rechtzeitig fertig werden, wie es die Mutter verlangt hatte. Als die Turmuhr 11 schlug, war Blondmarie schon beim letzten Korb. Während sie sich beeilte, um nach Hause zu kommen,
räkelte sich Schwarzmarie im Bett und rief: Mutter! Mutter! Frühstück! Frühstück! Hier, mein schwarzes Miesekätzchen. Hier ist dein Frühstück. Deine Schuhe an. Ich? Und ganz allein? Mag ich nicht zum Kuckuck, nein. Komm, ich helf dir. Auch noch blärren. Ach du lieber Gott. Schau, dass du sofort auf den Acker hinauskommst. Klapp dort die Steine zusammen. Aber alle, ohne Ausnahme. Marsch! Sofort! Du blonde Hexe, du! Mein Miesekätzchen. Und Blondmarie ging zum Acker, die Steine aufzulesen. Da kam vor seiner Herde ein denn, liebes Kind? Ach, die vielen, vielen Steine. Wie soll ich damit fertig werden? Komm, ich helfe dir und übers Kind es geht. Ja! Blondmarie war wieder fröhlich bei der Arbeit. Schwarzmarie faulenzte unterdessen mit Peter Baus. Peter Baus, kannst du mir nicht mal die Schuhe ausziehen? Aber nein, da müsste ich ja aufstehen und dann mich auch noch bücken. Das geht nicht. Aber weißt du was? Juck du mir mal meinen Rücken. Aber nein, da müsste ich mich ja bewegen. Der Acker war nun bald frei von Steinen, wie es die Mutter befohlen hatte. So, jetzt sind wir fertig. Und ich bin so froh. Danke dir. Und
Pfui, was trieb da die Schwarzmarie, die Tierquälerin? Schneller Rädchen, spinn mir tausend Bettchen auf die Spule rund. Dreh dich schneller Rädchen, bin ein armes Mädchen, Finger sind mir wund. Kannst du raten? Ja, ich kann. Nun, wer bin ich? Kann ich dir helfen? Gerne. Oh. Warum warst du denn vorhin so traurig? Ist denn Arbeiten so schlimm? Ach nein, ich arbeite ja gern. Nur Unrecht leiden, Tag um Tag, das kann ich nicht. Du Arme. Das soll anders werden. Ich freie um dich und hole dich in mein Haus. Bald bin ich mein eigener Bauer und dann sollst du meine Liebhaberin sein. Das arme Mädchen musste also 10 Spulen spinnen. Doch mit dem Aufgebot aller Kraft hatte es bald 9 Spulen fertig. Bei der 10. Spule aber waren seine Hände und die Spule ganz blutig. Es drehte sich um, bückte sich und wollte sie abwaschen. Aber, oh Unglück, sie sprang ihm aus der Hand. Oh, mein Gott, was wird die Mutter sagen? War aber nichts mehr zu ändern. Blondmarie nahm also die Spulen in ihre Schürze und ging ins Haus. Dort saßen die beiden anderen beim Knödelessen. Blondmarie kam hungrig dazu und stellte die Spulen auf den Tisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Wo ist die 10? Mir ist so schlecht. Nur einen Bissen, bitte, bitte. Das könnte dir so passen. Erst die 10. Spule her. Sie fiel mir in den Brunnen, Mutter. Ach, was? Faulheit. Ausreden! Da springen ihr doch nach, wenn sie in den Brunnen fiel. Na los, hol sie! Rief ihr die böse Frau nach. Da ging das Mädchen zum Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Die beiden herzlosen Menschen aßen unterdessen seelenruhig weiter. Wie Blondmarie nun auf dem Brunnenrand saß und verzweifelt schluchzte, da kam ihr Frau Holle in den Sinn. Die Menschen hetzen mich zu Tode.
Frau Holle, ende meine Not. Und Frau Holle endete ihre Not. Sie schickte ihr eine tiefe Ohnmacht, die allen Kummer und alle Verzweiflung von ihr nahm. Und nun geschah ein Wunder. Ein Wunder, wie ihr es euch kaum vorstellen könnt. Blond Marie wurde von einer Wolke in das Reich der Frau Holle emporgetragen. Als Blond Marie erwachte und wieder zu sich kam, da war sie auf einmal auf einer zauberhaften Wiese, wo die Sonne tausendmal schöner schien, als sie es je gesehen hatte. Ging es fort und fort, bis Maria zu einem Backofen kam. Zu keinem gewöhnlichen Backofen mit gewöhnlichen Broten. Nein, die Brote konnten reden, wie Menschen reden. Sie riefen ihr zu, zieh uns raus, wir verbrennen in dem Haus. Alle unsere Rinden knacken, denn wir sind schon ausgebacken. Seltsamen Baum, der hing voll riesengroßer Äpfel. Und der rief ihr zu. Ach, schüttel mich, die Äpfel, die erdrücken mich. Da trat sie auch hier freundlich hinzu und schüttelte den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie. Thank you.
strahlenden Augen nun sahen, übertraf alles bisher Gesehene. Von einer großen, glitzernden Mauer umgeben, sah sie das kleine, wundervolle, schneeweiße Haus der Frau Holle. Plötzlich erschien Frau Holle. Fürcht dich nicht, du junges Blut. Bei Frau Holle hast du's gut. Holle war alles ganz anders wie sonst auf der Welt. Die Stühle konnten laufen. Und sogar die Kaffeetassen und die Kaffeekannen flogen durch die Luft. Bleib bei mir. Viel Arbeit gibt es hier. Kannst du brav im Hause schalten, will ich dich als Tochter halten. Gerne bleibe ich. Habe Dank. Ach, ich war verunreicht krank. In dieser Zauberwelt blieb sie viele Monate, ohne dass sie es merkte, wie die Zeit verging. Schüttelst sacht dies Bett du aus, liegen Lämmerwolken raus, schweben übers Himmelszelt, und schönes Wetter hat die Welt. Schüttelst stärker du dies Bette, wirbeln Flocken um die Wette, weben flugs ein weißes Kleid um die Erde, und es schneit. Schlafen gehen, morgen wieder früh aufstehen, weil des Wetterhahnes Schrei ist die Nacht für dich vorbei.
dunkle Sacht, dies Bett ich aus, fliegen Lämmerwolken rauf, schweben übers Himmelszelt und schönes Wetter hat die Welt. Schüttle stärker ich dies Bette, wirbeln Glocken um die Wette, beben Flupp ein weißes Kleid um die Erde und es schneit. So waren Sommer und Winter vergangen und das Heimweh brach Blondmarie fast das Herz. Sie bat deshalb Frau Holle, heimgehen zu dürfen. Seid mir nicht böse. Ich muss nach Hause. So geleite ich dich hinauf. Und Frau Holle führte Blondmarie zum goldenen Tor zurück. Dort gab ihr Frau Holle die ins Wasser gefallene Spule wieder. Weil du keine Mühe gescheut, lohn ich deine Treuheit. Je zur Last einen Wunsch noch übrig hast, doch dein Wunsch, bedenk es fein, muss von gleicher Farbe sein. Nachdem Frau Holle sich weggezaubert hatte, schloss sich das Tor des Wolkenreiches. Ganz benommen von dem Goldregen sank Blondmarie zusammen. Sie fiel wieder in einen tiefen Schlaf und träumte, wie sie auf einem herrlichen Wolkenschiff wieder zur Erde hinuntersegelte. Und so wurde aus der Blondmarie die Goldmarie. Die Blondmarie im goldenen Kleid. Wahrhaftig, das ist die Blondmarie. Wie schön sie ist. Das goldene Kleid. Wie schön hat ich geträumt. Wie schön. Gold. Ja, Mariechen. Ja, wo kommst du denn her? Ach, ich schlief hier am Brunnenrande ein. Ich träumte, ich sei in den Brunnen gestiegen und so zur Frau Holle gekommen. Zur Frau Holle? Ja, zur Frau Holle. Sie gab mir die 10. Spule wieder und schenkte mir ein goldenes Kleid. Aber du hast das Kleid ja an. Ja, und da ist auch die 10. Spule. Ja, wahrhaftig, ja. Und das schöne Kleid. Schön. Ja, mein liebes Kind, komm mit uns ins Haus
Das musst du uns alles ganz genau erzählen. Damit auch ich zu Frau Holle gehen kann. Goldmarie musste den anderen nun alles erzählen, was ihr bei Frau Holle begegnet war. Großvater, der Michel ist eingeschlafen. Michel! Großvater, erzähl nur weiter. Die Böse ist die gleiche Weise zu Frau Holle kommen, um auch ein so schönes Kleid zu kriegen. Liebevoll brachte die Witwe ihre Tochter 10 Spulen und sagte zu ihr: Nun pass gut auf. 9 Spulen musst du spinnen. 9? Ja, mein Armes, du wirst blutige Fingerchen bekommen. Ja, aber dafür bekomme ich doch das Gold. Ja, natürlich. Dafür bekommst du das Gold. So. Und die 10. Spule musst du in den Brunnen fallen lassen. Und dann schläfst du ein. Ja. Ach, das kann ich doch am besten. Das kannst du am besten, mein schwarzes Miesekätzchen. Und dann werde ich noch schöner als dir. Ja, dann wirst du noch viel schöner als die. So, nun beeil dich, mein schwarzes Miesekätzchen. Schneller Rädchen, bin ein armes Mädchen, Finger sind verwund. Die Hände wollten und wollten nicht blutig werden. Deshalb sang Schwarzmarie auf eine List. Nun wiederholte sich das Wunder, obwohl Schwarzmarie sich den Eingang in Hollereich ja nur erschwindelt hatte. Thank you.
raus, zieh uns raus, wir verbrennen in dem Haus. Alle unsere Rinden knacken, denn wir sind schon ausgebacken. Oh. Bin ich etwa euer Knecht? Nun heiz ich euch ein, erst recht. Ach, schüttel mich, ach, schüttel mich, die Äpfel, die erdrücken mich. Ach was, verkauf mich nicht für dumm, da mach ich keinen Finger krumm. Schließlich stand Schwarzmarie auch vor dem Tor der Frau Holle, das sich vor ihr nun aber nicht auftat. Da zwängte sie sich einfach hindurch. Und ging ganz frech weiter. Aber Frau Holle erschien nicht. Natürlich, doch, sie ist doch erschienen, ja, und nahm... Nimm mich auf, ich dien dir treu. Komm, wenn du nicht Arbeit scheust. Und nahm Schwarzmarie mit in ihre Zauberwelt, wo die Stühle daherschlorten und die Kaffeekannen herumflogen. Das lohnt sich nicht. Komm. Komm. Ich zeig dir deine Pflicht. Schüttelst dieses Bett du aus, fliegen Dämmerwolken raus, schweben übers Himmelszelt und schön Wetter hat die Welt. Schüttelst stärker du dies Bette, wirbeln Flocken um die Wette, weben flugs ein weißes Kleid um die Erde und es schneit. Was ist in den Säcken drin? Rühre nie die Säcke an.
kein Unheil werden kann. Komm. Nun heißt es schlafen gehen. Das Wetterhahnesschrei ist die Nacht für dich vorbei. Aufgeschwind. An die Arbeit. Wieder Wind. Wasch dich. Kämm dich. Mach dich nett. Schüttle das schöne Wetterbett. Machen. Fällt mir ein. Nein, heute soll Hagewetter sein.
schöner Erde, du hast faul und frech gesündigt. Mach dich fort! Nicht böse, ich gehe schon. Gib mir nur noch meinen Lohn. Hier ist er schon. Und das war für Ihre unnütze Faulheit diesmal kein Regen von Gold, sondern von schmutzigem, klebrigem Pech. Dem Menschen, der zu faul und schwach, läuft das Pech in Strömen nach. Schwarz-Marie verlor auch die Besinnung. Sie träumte, dass sie vom Himmel hoch, da komm ich her, durch ein schwarzes Wolkenloch zum Brunnenrand heruntersauste, sodass sie ganz zerbrochen nur langsam zu sich kam. Weil sie nun so voller Pech war und so viel Pech gehabt hatte, hieß sie von nun an die Pech-Marie. Goldmarie freute sich derweil noch über ihr glänzendes Kleid, ohne zu ahnen, dass ihr Glück auch nicht von langer Dauer sein sollte. Wohl kamen viele Freier ins Haus, aber nicht ihr Kaspar Franz. Ah, da sind Sie ja, Frau Nachbarin. Ja, der Herr Beppel. Ja, so eine Ehre. Ja, wissen Sie, ich habe mir gedacht, vielleicht Ihre Tochter und ich. Ach, mein liebes, schwarzes, miese Kätzchen, wollen Sie mir nehmen? Nein, ich hab gedacht, die Blondmarie. Nein, die braucht keinen Mann. So, na ja, wenn es nicht anders geht. Ja, vielleicht dann doch die Schwarzmarie. Ja, mein liebes, schwarzes, miese Kätzchen. Ja, die wird doch sicher auch reich von der Frau Holle zurückkommen. Ja, mein Gott, wie wird die erst wiederkommen? Dürfte ich also hoffen? Ja, mein lieber Herr Pfeffer, ja. Mir werden Sie ja sehr recht. An ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Diese Schande! Goldmarie jedoch tänzelte immer noch glücklich dahin. Goldmarie, du bist ja viel zu schön für mich. Ich
brauche doch eine Bäuerin. Na, Peter Paus, was suchst du hier? Ich werbe um die Goldmarie. Teufel auch! So eine Partie bietet sich nicht alle Tage. Peter Baus will hoch hinaus. Was sagst du, du Fettsack, du? Was von dir? Oh, gleich. Oh, du! Der Freier Peter Baus kommt nicht aus dem Wasser raus. Goldmarie lief derweil ganz verzweifelt herum. Was soll mir nun all mein Gold, wenn ich dadurch nur unglücklich werde und meinen Kasper Franz verliere? Einen Wunsch hab ich noch frei. Nur muss ich mir etwas wünschen, das auch von goldener Farbe ist. Sie erinnerte sich nämlich, dass Frau Holle ihr beim Abschied gesagt hatte, dass sie sich statt des goldenen Kleides etwas anderes aus Gold wünschen könne. Und so wünschte sie sich das goldene Korn. Und Frau Holle verwandelte sie daraufhin wieder in ein einfaches Bauernmädchen. Blondmarie! Gefall ich dir jetzt? So wirst du meine Bäuerin. Nun war die Goldmarie eine Braut und bekam ihren lieben Kaspar Franz zum Mann. Und dann? Dann, tja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Großvater, erzähl uns das Märchen von Frau Holle. Na, Kinder. Wisst ihr jetzt, wo der Schnee herkommt? Ja, Mutter. Frau Holle macht den Schnee.